hier auf den Furtentagen 2017 in Oberkirchen und bin hier am Stand der Rottweiler Freunde Deutschland. Und ich habe hier mal eine Frage, und zwar, was macht ihr eigentlich genau? Ja, also wir kümmern uns eigentlich hauptsächlich um Rottweiler in Not. Dementsprechend groß ist auch unsere Community. Wir sind knapp 7000 Mann hoch auf Facebook vertreten in der Gruppe der Rottweiler Freunde Deutschland. Ja, und dementsprechend sind wir natürlich dann noch aufgestellt. Ihr seid ja so eine Art Verein. Wie finanziert sich sowas eigentlich? Gut, also Verein sind wir noch nicht, aber wir finanzieren uns natürlich hauptsächlich über Spenden. Da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, ganz klar. Aber natürlich muss man sagen, ist natürlich auch eine sehr viel Arbeit der und Eigeninitiative der einzelnen Mitglieder auch gefragt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, ja. Anpacken und helfen, ne? Ja, das ist die Devise. Aus, genau. Genau. Ja, und wo kann ich denn so mehr Infos holen über euch? Gibt es eine Internetseite? Ja, natürlich. Also es gibt natürlich, man sieht es auch hier hinten schön bei uns, die Rottweiler-Freunde-Freunde.de. Auf der Seite kann man sich natürlich dann Informationen holen. Und natürlich auf Facebook unter Rottweiler Freunde Deutschland sind wir auch vertreten. Da kann man uns natürlich auch nachlesen und auch etwaige Fragen stellen zu natürlich dem Hund, dem Rottweiler. In der Community auf Facebook zum Beispiel werden sehr viele Fragen auch beantwortet. Ist der Rottweiler der richtige Hund für mich? Wenn ja, bezüglich was fütter ich dem Hund zum Beispiel am besten? Und solche Fragen werden halt in der Community gefragt und natürlich auch von den Mitgliedern beantwortet. Ja, das ist spitze. Ja, dann gehen wir doch gleich mal auf die Internetseite und gucken danach. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.